Die Leinwand ist fest mit der Wand verbunden. Unten ist sie an eine Holzstange geklebt. Das ist das Monument Valley in Utah. Der wilde Westen schlechthin seit John Ford. In Ordnung. Schauen wir mal. Ich muss mich allerdings... Bitte. Aha, eine Filmdose. Das dürften die Fotos von Angelina sein. Ansonsten liegen hier nur noch einige Papiere, eine Akte und... Uiuiui, eine Pistole. Ich lasse lieber alles da, wo es ist. Sobald ich die Bilder entwickelt und davon Abzüge gemacht habe, werde ich Angelina im Hotel besuchen. Ich kann wirklich etwas Ablenkung gebrauchen. In Ordnung. Damit habe ich alles zusammen, was ich zum Entwickeln des Films brauche. Los geht's. Zuallererst Licht aus. Das reicht. Der Entwickler muss ja auch noch verdünnt werden. Der Film liegt im Entwicklungsbehälter. Fehlt nur noch der Entwickler. In Ordnung. Nun oxidiert der Entwickler. Er gibt Elektronen ab, die von den Silberionen der lichtempfindlichen Schicht des Films aufgenommen werden. Je mehr Licht beim Fotografieren auf eine Stelle gefallen ist, desto stärker die Reaktion und desto dunkler die Stelle. Kurz, der Film wird jetzt entwickelt. Okay. Ich denke, der Film müsste entwickelt sein. So, das dürfte reichen. Ich kippe den Entwickler aus. Jetzt muss der Fixierer rein, um die Entwicklung des Films zu stoppen. Tja, jetzt ist der Fixierer alle. Aber der Rest sollte den Entwicklungsprozess gestoppt haben. Ich hoffe, es hat alles funktioniert. Sieht alles soweit gut aus. Der Film ist entwickelt. Das war der erste Schritt. Jetzt muss ich die Abzüge machen. Mal sehen.
Ich brauche Fotopapier und einen Belichter. Der steht da drüben. Dann brauche ich Entwickler. Da ist noch genug in der Flasche. Außerdem brauche ich destilliertes Wasser. Der Entwicklungsbehälter hat seinen Dienst getan. Ah, da steht eine Flasche mit destilliertem Wasser. Das brauche ich, wenn ich Abzüge von Angelinas Bilder machen will. Diese Fotohalter bestehen aus. Der Nachteil ist, dass sie leicht. Funktioniert. Jetzt bräuchte ich nur noch Dias oder Negative. Funktioniert. Ich weiß jetzt schon, dass die Bilder nicht gut sind. Gestern hat Fuller ein Mikrowellenburrito mit Chili-Schoko-Truthahn-Füllung gegessen. Ich hatte nicht gedacht, dass es sowas gibt, aber es ist so. Hallo Rosie, fleißig am Arbeiten? Was willst du? Das andere Paket für Fuller, da müsste Fotopapier drin sein. Kommt hin. Kann ich es haben? Klar. Schein bitte. Der Abholschein. Ja, den habe ich nicht. Dann solltest du deinen Chef danach fragen. Ohne Abholschein gebe ich hier gar nichts raus. Neben dem ganzen Touri-Kram und der Post seid ihr auch das örtliche Reisebüro, oder? Habt ihr vielleicht was über Willow Creek in England? Na klar, guck mal da hinten bei den Flyern. Danke. Ja, ja. Ich möchte gerade nicht mit ihm. Vermutlich ist es sein Originalfunkgerät aus dem zweiten. Ich will mich nicht bitte. Wenn es hier mal. Ich weiß nicht genau. An der Tür hängt ein Schild. Bin gleich. Abgeschlossen. Aber ich möchte wetten, dass. Mal sehen.
Das scheint ein Mechanismus zum Auf... Hätte sich Fuller einen dieser schicken Ecken... Wenn es draußen einen Garten gäbe. Nichts Interessantes. Einfache Spiegelreflex. Damit kann ich nicht. Billiges Bier passt zu. Ein Lichtschacht mit Gitter. Die Scharniere am Kellergitter. Ich will das Gitter nicht öffnen. Eine zeitlos schlichte 18. Ich fass doch keine ein. Ich fass das Ding nicht mehr an. Im Prinzip ist das Ding nur eine starke Lampe mit einer Linse. Der Film ist eingelegt. Das wäre das Wasserbad. Die Schale ist etwa halb voll mit destilliertem Wasser. Das Wasser stoppt den... Das ist die Schale für das Wasserbad. Da kommt nur das... Das müsste reichen. Nur noch den Film dazu und die Entwicklung beginnt. Der Entwicklungsbehälter hat seinen Dienst getan. Den Fick... Das reicht. Ich könnte die Lampe jetzt anschalten, aber... Ein ganz normaler Mülleimer. Ein ganz normaler Müll... Die aus... Die Lampen sehen noch fabrikneu aus. Vielleicht lief der Laden früher besser. Da ist nur noch das Stativ. Logisch. Die Postkarten zeigen alle Motive. Wem sollte ich eine... Gestern, als ich den Verkaufsraum aufräumen musste, lief... Es gibt hier tatsächlich fließend Wasser. Hätte ich nicht mit gerechnet. Der Kessel ist voll.
Den hat Mom sich gegönnt. Den hat Mom sich gegönnt. Den hat Mom sich gegeben. Das Wasser würde anfangen zu kochen und es würde dampfen. Da ich aber kein... Heute Morgen habe ich hier noch gedient. Zuliebe habe ich etwas davon... Heute Morgen habe ich hier zuliebe habe ich etwas davon gegessen. Die Lampe ist schön. Mehr ist hier, glaube ich, nichts. Vielleicht ist die Birne durchgebrannt. Ich will sie gerade nicht von ihr. Eine graue Tür mit einer... Mehr brauche ich nicht. Entschuldigung, Dr. Newhouse? Ja, bitte? Kennen Sie Fuller? Vom Fotoladen? Ja, flüchtig. Ich habe nicht viel mit ihm zu tun. Er engagiert sich nicht in der Gemeinde, kommt nie zum Frühlingsflohmarkt oder zum Gottesdienst. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich weiß, dass dir deine Mutter bei Fuller einen Job verschafft hat. Ich habe ihr abgeraten. Aber sie meinte, du würdest dich für Fotografie interessieren? Das tue ich. Nur leider hat meine Arbeit dort wenig mit Fotografie zu tun. Was können Sie mir zu Mrs. Biber sagen? Und kennen Sie Ihren Mann? Oh, man soll ja nicht schlecht über andere reden, aber Ihr Mann, dieser Kerl, der ist ein ganz unangenehmer Zeitgenosse. War ein großes Tier beim Football in der Highschool. Und Mrs. Biber hat den Jungen geheiratet. Doch ich denke, sie hat sich ihr Leben anders vorgestellt. Inwiefern? Nun, sie arbeitet hart im Diner. Ist eigentlich ein Job für drei Leute, den sie da macht. Aber ich glaube, das Diner wirft nicht viel ab. Und Ihr Mann? Naja, lassen wir das. Viel Geld haben sie jedenfalls nicht, nur viel Arbeit und keine Liebe. Aha. Ein wilder Draufgänger wie Sie kann mir doch bestimmt verraten, wo man hier in Biddeford was unternehmen kann. Oh nein, da bin ich wohl der Falsche. Ich könnte dir Tipps geben, welche Abendkurse im Gemeindezentrum besonders interessant sind. Nein, danke. Ich verzichte. Das habe ich mir schon gedacht. Für junge Leute bieten wir alle zwei Wochen eine Tanzdisco an, aber aus dem Alter bist du vermutlich schon raus. In dem Alter war ich nie. Discos, Kneipen, Partys, nicht meine Welt. Deine Mutter erwähnte das. Du bist eher ein Einzelgänger, oder? Ich habe keine Ahnung, was sie das angeht. Oh, Verzeihung, ich wollte nicht... Kurz gesagt, in Biddeford ist man am besten über 50 oder tot. Das könnte mir gefallen. Über 50 zu sein? Genau. Wie geht es ihr? Unverändert. Aber sie ist eine starke Frau. Das sagen alle. Nach dem Unfall musste sie mich allein großziehen. Ja, ich habe davon gehört. Was für ein Unfall war es doch gleich gewesen? Ein Autounfall in England. Sie und mein Dad sind in Schleudern geraten und in einer Allee gegen einen Baum geknallt. Er hat es nicht überlebt. Sie muss seitdem dieses Stützteil tragen und ich habe keinen Kratzer abbekommen. Kannst du dich an den Unfall erinnern? Was? Nein, ich war erst ein paar Jahre alt. Keine Ahnung. Solange ich denken kann, wohnen wir in den USA. Es ist nur... Bei der Untersuchung deiner Mutter ist mir aufgefallen, dass ihre Rücken- und Halsverletzungen eher ungewöhnlich für einen Aufprallunfall sind. Sie sehen eher wie Sturzverletzungen aus.
Ein Sturz aus großer Höhe, bei dem die Wirbelsäule gestaucht wurde. Und damit meinen Sie was? Gar nichts, gar nichts. Wenn deine Mutter gesagt hat, sie hatte einen Autounfall, dann war das auch so. Oder sie hat gelogen. Darren, das meinte ich wirklich nicht. Mhm. Danke, Doc. Das war's erstmal. Wenn du noch Fragen hast, komm ruhig vorbei. Im Moment weiß ich nicht. Ich lass die Waage lieber hier.